Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Erzgebirge Aue. Ich begrüße Carsten Müller, Olaf Janssen. Das erste Statement geht wie immer an den Gast. Glückwunsch der Viktoria zum 13-0-Erfolg. Das Spiel hat, was meiner Sicht über weite Strecken des Spiels sehr ausgeglichen sich dargestellt. Ja, wobei ich schon glaube, dass die klaren Chancen speziell in der ersten Halbzeit ein Stück weit auf der Seite der Viktoria lagen. Wir selbst waren trotzdem ordentlich im Spiel, sind sehr gut in die zweite Halbzeit gekommen. Und und dann nahm das Spiel halt so seinen Verlauf, wie er es letztendlich sich jetzt dargestellt hat. Alles weiter müssen andere Leute beurteilen. Ich kann es von der Seite aus jetzt nur so sagen, wie dass es mir sehr, sehr leid tut, dass wir so eine Situation erleben mussten. Und von der Seite aus, alles Gute der Viktoria und ein Glück auf ins Erzgebirge. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Vielen Dank, Olaf, dass du. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche, Carsten. Ich glaube, es war das erwartete schwere Spiel für uns. Also ein Gegner, der sehr gut eingestellt war, der vor allen Dingen Leidenschaft und Kampfeswille auf den Platz gebracht hat. Das war uns aber klar. Deswegen muss ich sagen, bin ich schon extrem zufrieden, weil meine Mannschaft nicht unruhig geworden ist, sondern wirklich weiter daran gearbeitet hat, torgefährlich zu werden und Tore zu erzielen. Das ist uns dann, wie Carsten schon gesagt hat, in der ersten Halbzeit leider nicht gelungen. Das wäre natürlich so ein Dosenöffner gewesen. Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir jetzt auch nicht Harakiri gespielt, sondern, glaube ich, haben den Ball gut laufen lassen, die eine oder andere Möglichkeit uns erspielt. Und dann kam diese rote Karte, was natürlich auch zugegebenermaßen einen elementaren Einfluss aufs Spiel hatte. Wobei ich natürlich dann auch sagen muss, da haben wir das natürlich schon mal anders erlebt, wenn man in Überzahl ist. Und von daher glaube ich, das war sehr, sehr gut. Wir waren gierig geblieben. Die Jungs sind immer weiter hoch angelaufen und haben sich dann einfach belohnt. Ne? Und das freut mich natürlich nach so einer langen Durststrecke, die wir ja vorher vor Ingolstadt schon hatten, dass wir die Jungs nicht verloren haben, sondern dass sie weiter an unseren Weg glauben. Und ich glaube, gerade in den letzten beiden Spielen konnte man dieses Gefühl von, ich bin total überzeugt von dem, was ich tue, konnte man meiner Mannschaft, glaube ich, anmerken, dass es natürlich in 2-7 dann geendet ist. Umso schöner. Und von daher bin ich natürlich sehr glücklich. Und euch, Carsten, alles Gute, guten Heimweg, macht einen guten Job. Und ich glaube, am Ende des Tages werdet ihr das Ziel erreichen, wenn der Stand auch bleibt. Aber da mache ich mir keine Sorgen bei euch. Danke. Ja. Vielen Dank. Gibt es Fragen an einen der beiden Trainer? Das ist nicht der Fall. Dann beende ich die Pressekonferenz und wir sehen uns wieder kommenden Sonntag zum letzten Heimspiel des Jahres gegen Bayreuth. Vielen Dank. Tschüss zusammen.